April 1945. In Torgau an der Elbe treffen sich die vorrückenden amerikanischen und sowjetischen Truppen. Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und der deutschen Kriegserklärung an die USA waren die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion 1941 zu Waffenbrüdern geworden. Sie vereinte nur ein Ziel, den gemeinsamen Feind, das faschistische Deutschland, zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen. Anfang Mai 1945 ist dieses Ziel erreicht. Der Krieg in Europa ist damit zu Ende. Die politische Landkarte Europas hat sich durch diesen Krieg radikal verändert. Deutschland ist besiegt worden, aber auch Frankreich und Großbritannien sind durch den Krieg militärisch und wirtschaftlich geschwächt. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihre traditionelle Großmachtstellung in Europa und der Welt zu behaupten. Der Zweite Weltkrieg geht 3 Monate später in Asien zu Ende. Am 6. August 1945 detoniert die erste amerikanische Atombombe über Hiroshima. 3 Tage später eine zweite über Nagasaki. Die ungeheure Zerstörungskraft dieser Waffe verleiht dem Krieg eine völlig neue Dimension. In Hiroshima sterben über 90.000 Menschen. Die Stadt wird von dieser einen Bombe zu über 60% zerstört. Japan kapituliert. Die politische Situation in Asien ähnelt derjenigen in Europa. Japan und China verloren ihre bisherige Großmachtstellung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die politische Weltlage grundlegend verändert. Verschiedene Seiten dieser Nachkriegsordnung werden wir in den folgenden 7 Sendungen näher betrachten. 2 bestimmende Elemente dieser neuen Ordnung waren bereits gegen Ende des Zweiten Weltkriegs absehbar. Zum einen war dies der Aufstieg der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu den bestimmenden Supermächten der Welt. Ihre Stellung war mit der der traditionellen Großmächte nicht zu vergleichen. So waren ihre militärischen Machtmittel bedeutend größer. Die USA verfügten mit der Atombombe über eine Waffe mit einer bis dahin noch nie gekannten Zerstörungskraft. Und man hatte nur noch die jeweils andere Supermacht als Gegenspieler zu fürchten. Nach dem Krieg übernahmen die USA die politische und militärische Vormachtstellung in Europa. Ein Rückzug erfolgte nicht. Darüber hinaus rückten sie weltweit in Positionen vor, die von den alten Großmächten, zum Beispiel England und Frankreich, aus Schwäche geräumt werden mussten. Die Sowjetunion ihrerseits hatte durch den Krieg ihr Staatsgebiet erheblich vergrößert und ihren Machtbereich weit nach Westen und Osten hin ausgedehnt. Aber anders als die USA war die Sowjetunion am Ende des Krieges ein wirtschaftlich geschwächtes Land. Der Zwang zum wirtschaftlichen Aufbau führte jedoch nicht dazu, sich an die andere militärische Supermacht, die USA, anzulehnen. Einer solchen Annäherung stand das 2. bestimmende Element der Nachkriegsordnung entgegen. Der Systemgegensatz zwischen den demokratischen, kapitalistischen USA und der sozialistischen Sowjetunion. Die Gegensätze zwischen den politischen Systemen und den gesellschaftlichen Ordnungen sowie die unterschiedlichen Auffassungen über die neue internationale Ordnung schienen schon bald nach Kriegsende eine Kooperation unmöglich zu machen. Und beide Supermächte glaubten an die Überlegenheit und universelle Gültigkeit ihres jeweiligen Wertesystems. Der Ost-West-Konflikt hatte also tiefliegende Ursachen. Nach der Niederlage der gemeinsamen Feinde brach er als Kampf um Einflussgebiete und um alte und neue Machtpositionen aus. Dieser Kampf, der Kalte Krieg, führte zu einer Polarisierung des internationalen Systems. Diese Zweiteilung war nicht auf Europa beschränkt, aber hier zeigte sie sich besonders deutlich. Sowjetische Truppen rücken gegen Kriegsende in Mittel- und Osteuropa vor. Wie in Prag werden sie fast überall von der Bevölkerung als Befreier begrüßt. Aber die Rote Armee versteht sich nicht nur als Befreier. Stalin hatte bereits im Frühjahr 1945 erklärt: Dieser Krieg ist nicht wie in der Vergangenheit. Wer immer ein Gebiet besetzt, erlegt ihm auch sein eigenes gesellschaftliches System auf. Jeder führt sein eigenes System ein, soweit seine Armee vordringen kann.
Es kann gar nicht anders sein. So folgen den sowjetischen Truppen kommunistische Exilpolitiker als Statthalter Moskaus. Birut in Polen, Ulbricht in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, Dimitrov in Bulgarien. Die osteuropäischen Länder werden nach sowjetischem Vorbild umgestaltet. Wahlen werden manipuliert und gefälscht. Kommunistische Einparteienregierungen werden an die Macht gebracht. Sozialdemokratische und sozialistische Parteien müssen überall ihre Selbstständigkeit aufgeben. In den USA wird die Sowjetunion mittlerweile als zunehmend expansive und aggressive Macht beurteilt. Die Entwicklung in Griechenland scheint diese neue Haltung zu bestätigen. Dort versuchen Partisanen seit Sommer 1946, die Regierungsgewalt an sich zu reißen. Unterstützt werden sie dabei von den kommunistischen Nachbarstaaten Jugoslawien und Bulgarien. Die griechische Regierung ihrerseits erhält finanzielle und militärische Unterstützung von Großbritannien. Als 1947 die britische Regierung erklärt, diese Hilfe aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger leisten zu können, treten die USA an die Stelle der Briten. In einer Rede vor dem Kongress im März 1947 rechtfertigt Präsident Truman das amerikanische Engagement im östlichen Mittelmeer. Die USA müssten, so Truman, im Kampf zwischen der freiheitlichen und der totalitären Lebensweise die Führung übernehmen. Ich bin der Ansicht, dass es die Politik der Vereinigten Staaten sein muss, die freien Völker zu unterstützen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. Die freien Völker der Erde blicken auf uns und erwarten, dass wir sie in der Erhaltung der Freiheit unterstützen. Dies ist der Kern der Truman-Doktrin. Mit der Strategie des Containment, der Eindämmung, sollen weitere sowjetische Expansionsversuche verhindert werden. Eine erste Maßnahme im Rahmen der amerikanischen Eindämmungsstrategie ist der Plan, den der US-Außenminister Marshall im Juni 1947 vorstellt. Er sieht umfangreiche wirtschaftliche Hilfe für das zerstörte Europa vor. Seine Zielsetzung ist eine doppelte. Erstens soll so eine kommunistische Unterwanderung der westlich orientierten Demokratien verhindert werden. Und zweitens soll der Wiederaufbau der europäischen Länder gefördert und damit deren Rolle als Handelspartner der USA wiederhergestellt werden. Im September 1947 erfolgt die Antwort der Gegenseite. In Polen wird das Kommunistische Informationsbüro gegründet. Die Abschlusserklärung des Kominform wirkt wie ein Spiegelbild der amerikanischen Weltsicht. In einer zweigeteilten Welt kämpft das Antiimperialistische gegen das imperialistische Lager. Der Marshallplan wird auch der Tschechoslowakei angeboten. Die Tschechoslowakei, die als einziges osteuropäisches Land noch ein funktionierendes parlamentarisches System besitzt, muss das Angebot unter sowjetischem Druck ablehnen. Kurz danach erzwingen die Kommunisten die Übergabe der Regierung an ihren Parteigenossen Klement Gottwald. Der eiserne Vorhang ist nun auch vor der Grenze der Tschechoslowakei niedergegangen. Im Juni 1948 verschärft sich die Situation in Europa. Die sowjetische Militärregierung verhängt eine Blockade der Berliner Westsektoren. Die USA und ihre Alliierten errichten eine Luftbrücke. 11 Monate lang wird die Stadt durch die Luft versorgt. Der sowjetische Versuch, ganz Berlin unter Kontrolle zu bekommen, wird verhindert. Noch während der Berlin-Blockade erhält die Truman-Doktrin ihr militärisches Instrument. Am 4. April 1949 wird in Washington die Nordatlantik-Vertragsorganisation, kurz NATO, von den USA, Kanada und 10 europäischen Staaten gegründet. Die NATO versteht sich als ein Verteidigungsbündnis. Die Mitglieder verpflichten sich, einen Angriff gegen ein Mitglied als einen Angriff gegen alle anzusehen. Wenige Monate später, Ende August 1949, erfolgt der erste erfolgreiche Atombombenversuch der Sowjetunion. Das amerikanische Monopol über diese verheerende Waffe ist somit gebrochen. Präsident Truman ordnet daraufhin den Bau der Wasserstoffbombe an. Der atomare Rüstungswettlauf beschleunigt sich.
mehr als zuvor, bestimmt die Waffentechnologie die Politik. 1952 kommt die erste erfolgreiche Zündung der amerikanischen Wasserstoffbombe zustande. Bereits ein Jahr später zieht die Sowjetunion nach. Gleichzeitig werden die Trägersysteme für die Atomwaffen, Bomber, U-Boote und Raketen immer weiterentwickelt. Höhe und Wendepunkt des Kalten Krieges bildet die Kuba-Krise. Im Herbst 1962 steht die Welt für einige Tage am Rande eines Atomkrieges. Kuba besaß wegen seiner zentralen Lage in der Karibik schon lange eine hohe strategische Bedeutung für die USA, die das Regime des Diktators Batista unterstützen. 1959 gelangt Fidel Castro nach einem zweijährigen Guerillakrieg an die Macht. Gegen seine Reformpolitik richtet sich zunehmend wirtschaftlicher und politischer Druck von Seiten der USA. Castro wendet sich daraufhin der Sowjetunion zu und baut ein sozialistisches System auf. Erstmals ist damit in der unmittelbaren amerikanischen Einflusssphäre ein Staat vorhanden, der sich an die Sowjetunion anlehnt. Ein gescheiterter, von den USA unterstützter Invasionsversuch durch Exilkubaner führt zu einer auch militärischen Hinwendung Kubas zur Sowjetunion. Am 15. Oktober 1962 zeigen Aufnahmen der amerikanischen Luftaufklärung, dass auf Kuba sowjetische Abschussrampen für Mittelstreckenraketen installiert worden waren. Amerikanische Großstädte liegen nun in der unmittelbaren Reichweite sowjetischer Atomraketen. Die Blockgrenzen sollen an einer entscheidenden Stelle zu Ungunsten der USA verschoben werden. Dieser Tatbestand führt zur Kuba-Krise. Am 22. Oktober enthüllt Präsident Kennedy in einer Fernsehansprache die sowjetische Bedrohung. Er fordert die UdSSR auf, die von den USA als offensiv empfundenen Waffen unverzüglich abzuziehen. Gleichzeitig verhängt er eine Seeblockade, um sowjetische Raketentransporter abzufangen. Die US-Streitkräfte werden in Alarmbereitschaft versetzt, Interkontinentalraketen, die auf das Gebiet der Sowjetunion zielen, zum Abschuss vorbereitet. Doch parallel dazu bietet Kennedy Verhandlungen über alle Rüstungsfragen an. Als ein amerikanischer Luftangriff immer wahrscheinlicher wird, gibt die Sowjetunion nach. Die Abschussrampen werden demontiert und die Raketen in die Sowjetunion zurückgebracht. Im Gegenzug versichert Präsident Kennedy, in Zukunft keine weitere Invasion Kubas zu unternehmen oder zu unterstützen. Damit ist die Krise beendet. Durch die Kuba-Krise wurde beiden Seiten das Risiko eines neuen Weltkriegs, einer globalen Atomkatastrophe, bewusst. Alle Versuche, den nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Status quo gewaltsam verändern zu wollen, waren zum Scheitern verurteilt. Denn aufgrund des atomaren Patts schreckten beide Seiten davor zurück, den Kalten Krieg zu einem heißen Krieg mit der anderen Supermacht werden zu lassen. Mit dem Ende des Kalten Krieges tritt der Ost-West-Konflikt in eine neue Phase ein, die durch eine amerikanisch-sowjetische Annäherung gekennzeichnet ist. Diese Entspannungspolitik verfolgt das Ziel, ein direktes militärisches Aufeinanderprallen und die damit verbundene Gefahr eines Atomkrieges zu vermeiden. Schon 1963 einigt man sich auf die Einrichtung eines heißen Drahtes, einer direkten Telefonverbindung zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Führungszentrale. Verschiedene Abkommen zur Rüstungskontrolle folgen rasch. Dennoch geht der Rüstungswettlauf der Supermächte unvermindert weiter. Beide Seiten stellen immer neue Waffensysteme in Dienst. Immer zielgenauere Raketensysteme werden entwickelt, Land-, See- und Luftstreitkräfte ständig modernisiert. Abrüstung findet nicht statt. Die Entspannungspolitik entschärft zwar die Konfrontation in Europa, doch das Ringen um Einflusszonen verlagert sich auf die übrige, noch nicht geteilte Welt. Hier engagieren sich USA und Sowjetunion mehr als jemals zuvor. Der Ost-West-Konflikt wird nun überwiegend in den Ländern der Dritten Welt ausgetragen. Hier führen die beiden Supermächte Stellvertreterkriege, unterstützen Aufstandsbewegungen und rüsten ihre jeweiligen Verbündeten auf. Oder sie greifen mit eigenen Streitkräften selbst in innenpolitische Auseinandersetzungen ein. An zwei Beispielen wurde diese Entwicklung besonders deutlich.
an der amerikanischen Intervention in Vietnam und am sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete der kommunistisch geführte Viet Minh unter Ho Chi Minh seine Herrschaft in der ehemals französischen Kolonie Vietnam. Frankreich versuchte im Ersten Indochina-Krieg vergebens, seine alte Kolonie wieder zu unterwerfen. 1954 musste es sich aus Indochina zurückziehen. Nach der Teilung Vietnams in zwei Staaten auf der Genfer Indochina-Konferenz 1954 traten die USA die politische Nachfolge Frankreichs an. Sie unterstützten in Südvietnam eine antikommunistische Diktatur. Dieser stand im Norden ein von der Sowjetunion und der Volksrepublik China unterstütztes kommunistisches Regime gegenüber. Anfang der 60er Jahre begannen südvietnamesische Kommunisten den offenen Guerillakrieg gegen ihre Regierung. Unterstützt von Nordvietnam gewannen sie rasch an Boden. Daraufhin griffen die USA mit eigenen Streitkräften ein. Für die USA ging es in erster Linie um die Eindämmung der kommunistischen Expansion im asiatischen Raum. Nach amerikanischer Ansicht waren China und die Sowjetunion die eigentlichen Drahtzieher hinter Nordvietnam. Der amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara drückte diese Sorge in einer Denkschrift für Präsident Johnson so aus. Wir wollen ein unabhängiges, nicht kommunistisches Südvietnam. Wenn wir dieses Ziel in Südvietnam nicht erreichen können, wird wahrscheinlich fast ganz Südostasien unter kommunistische Herrschaft fallen oder sich mit dem Kommunismus arrangieren. Die Folge wäre, so die Sicht McNamaras, sogar eine kommunistische Gefahr für Indien, Australien, Neuseeland, Taiwan, Korea und Japan. Für die amerikanischen Präsidenten Kennedy und Johnson war das militärische Engagement der USA in Südvietnam der Testfall dafür, ob man fähig sei, einer Nation bei der Abwehr der kommunistischen Gefahr zu helfen. Das Ergebnis des massiven Militäreinsatzes? Mehr als 56.000 GIs starben und etwa 4 Millionen Vietnamesen wurden in diesem Krieg getötet. Trotzdem konnte die übermächtige Militärmaschinerie der USA den Krieg nicht gewinnen. Getragen von der eigenen Bevölkerung siegte die Guerilla. Nach einem Waffenstillstandsvertrag zwischen Nordvietnam und den USA in Paris zogen 1973 die letzten US-Truppen ab. Die amerikanische Niederlage in Vietnam enthüllte die Impotenz der Macht. Die gleiche Erfahrung musste die Sowjetunion in Afghanistan machen. 1978 waren durch einen Militärputsch die Kommunisten in dem bisher blockfreien Afghanistan an die Macht gekommen. Gegen diese kommunistische Herrschaft richtete sich der bewaffnete Aufstand traditionell orientierter Stammesverbände und rebellierender Armeeeinheiten, die sich als islamische Freiheitskämpfer verstanden. Ende 1979 stand die kommunistische Herrschaft in Afghanistan vor dem Zusammenbruch. Um den antikommunistischen Aufstand niederzuschlagen, marschierten Truppen der Roten Armee in Afghanistan ein. Sie brachten den neuen, von Moskau ausgewählten Staatschef mit. Damit war die Sowjetunion militärisch und politisch über die Grenze ihres Hegemonialbereichs vorgestoßen. Die sowjetische Führung unter Brezhnev hatte geglaubt, in Afghanistan das revolutionäre Regime gegen die Konterrevolution verteidigen zu müssen. Sie hatte befürchtet, dass Afghanistan in einen imperialistischen militärischen Brückenkopf an der südlichen Grenze der Sowjetunion umgewandelt werde, also in den Einflussbereich der USA fallen würde. Immerhin lieferten die Amerikaner Waffen an die islamischen Freiheitskämpfer und versuchten, sie international aufzuwerten. Die Bilanz dieses Krieges, etwa 1,5 Millionen Menschen wurden getötet, fast ein Drittel der Bevölkerung Afghanistans wurde zu Flüchtlingen. Und auch hier konnte die überlegene sowjetische Militärmaschinerie den Krieg gegen die Partisanentechnik der islamischen Freiheitskämpfer nicht gewinnen. Anfang 1989 zogen die letzten sowjetischen Truppen ab. Regionalkonflikte wie in Vietnam und in Afghanistan, die ihre eigenen Ursachen hatten,
wurden von den Supermächten als Teil des Ost-West-Konfliktes angesehen. Beide Seiten glaubten, der auslösende Faktor dieser Konflikte sei die jeweils andere feindliche Supermacht. Und gehandelt wurde unter dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dieses Denken wurde auf sowjetischer Seite erst mit dem Amtsantritt Gorbatschows im Jahre 1985 aufgegeben. Seine Außenpolitik ermöglichte die Überwindung des Ost-West-Konfliktes. Die sowjetische Führung unter Gorbatschow hatte Mitte der 80er Jahre erkannt, dass die Sowjetunion nicht mehr in der Lage war, den militärischen Rüstungswettlauf weiter durchzustehen. Die Konsequenz dieser Einsicht waren zahlreiche Abrüstungsinitiativen für den nuklearen wie für den konventionellen Sektor. Auch in den USA setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Rüstungsspirale nicht zu mehr Sicherheit führte und zudem finanziell kaum noch zu verkraften war. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl im Frühjahr 1986 wurde beiden Seiten deutlich vor Augen geführt, dass ein atomarer Konflikt letztlich beide Seiten auslöschen würde. Die Sinnlosigkeit der Hochrüstung wurde immer deutlicher. Grundlage des neuen Ost-West-Verhältnisses war aber die innere Umgestaltung der Sowjetunion, das Entstehen pluralistischer Strukturen und die Annäherung an das westliche Demokratieverständnis. Die ideologische Basis des Ost-West-Konflikts bröckelte ab. Damit war der Weg zu einem neuen Denken auf beiden Seiten frei. Die Veränderung in der Sowjetunion ermöglichte den Demokratisierungsprozess Osteuropas. Der eiserne Vorhang verschwand. Die sowjetische Vorherrschaft in Osteuropa war zu Ende. Die sowjetische Zustimmung. Der Warschauer Pakt selbst löst sich im Frühjahr und Sommer 1991 auf. Fassen wir zusammen. Das amerikanisch-sowjetische Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland hatte die ideologischen und machtpolitischen Konflikte der Vorkriegszeit in den Hintergrund gedrängt. Der Zweite Weltkrieg hatte zum Ergebnis, dass die Welt nun von den beiden neuen Supermächten USA und Sowjetunion beherrscht wurde. Nach dem Sieg wurde die Spannung zwischen der Sowjetunion und der Führungsmacht des westlich-kapitalistischen Lagers schnell sichtbar. Zu unterschiedlich waren die ideologischen Positionen und Herrschaftssysteme, die politischen und wirtschaftlichen Ziele der beiden Hauptsiegermächte, als dass im Nachkrieg eine Zusammenarbeit möglich gewesen wäre. Deutschland und Europa wurden ideologisch, politisch und wirtschaftlich geteilt. Im Kalten Krieg wurde versucht, die Standfestigkeit des jeweiligen Kontrahenten zu testen. Das atomare Patt verhinderte den heißen Krieg. Als durch die Kuba-Krise das Risiko eines atomaren Krieges besonders deutlich geworden war, wurde politisch der Schritt von der Konfrontation zur Koexistenz vollzogen. Die Anerkennung der Einflusssphären in Europa, ja sogar die Tolerierung der Systemunterschiede, standen jedoch im Widerspruch zur Konfrontation, zur indirekten Konfrontation in der Dritten Welt. Militärische Interventionen, Stellvertreterkriege, militärische Unterstützung der jeweiligen Verbündeten und das Wettrüsten machten die Grenzen der Entspannungspolitik deutlich. Die Wende zu einem Neuanfang in den Ost-West-Beziehungen kam erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Für die sowjetische Führung unter Gorbatschow war das überzogene Engagement in so vielen Teilen der Welt nicht mehr aufrechtzuerhalten. Gorbatschow zog daraus den Schluss, dass der Ost-West-Konflikt beendet werden musste. Abrüstung trat an die Stelle des Wettrüstens. Es war nicht zuletzt das Verdienst Michail Gorbatschows, dass der Ost-West-Konflikt als ideologische Auseinandersetzung und machtpolitischer Konflikt bereits zu Ende war,
bevor sich die Sowjetunion Ende 1991 auflöste. Aufgabe der internationalen Politik ist es seitdem nun auch, mit den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, den Abrüstungsprozess voranzutreiben, damit nicht auf den Ost-West-Konflikt ein Großmachtkonflikt klassischer Prägung folgt.